Hallöchen Leute, ich bin Björn und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Wir laden den Standort des Kriegers herunter. Mal schauen, wo er sich befindet. Da, Jack hat alles Iridium, das er abgebaut hat, zum Heroes Pass geschickt. Dort muss der Krieger begraben sein. Geh zurück nach Sanctuary. Es wird Zeit, sich auf den letzten Angriff vorzubereiten. Oh shit. Daten, die Hinweise der Waffenthalter des Kriegers enthalten. Ja. Boom, so wundervoll gelesen. Nice. Oh. What happens now? Normaler Constructor, damit wirst du mich nicht erledigen können. Nix anscheinend. Müssen wir nicht diese Granate hier haben. Ich finde, die steht hier ganz gut. Ich glaube, der andere ballert eine Rakete auf mich. So, ruhiger erstmal, so. Ja, ich glaube, das sind alle erledigt. Perfekt. So, will da noch irgendwas explodieren? Ich habe Angst hinzugehen. Ich meine, ich habe volles Leben und alles, also eigentlich sollte mir nichts passieren, aber. Und da ja, langsam nimmer. Das ist eigentlich mal ruhig sein. Weiß nicht, wer den jetzt bauen konnte, wenn man die ganze Zeit geballert haben. Aber egal. Kaboom, darf ich hingehen? Oh, das ist viel Geld. Okay, nice. Ein Snapper. Ja. Wieso nicht? Oder? Hm, so viel besser ist auch nicht. Okay. Der Feuerrate ist 3,3. Okay, 3,1. Na, passt. Na, keine Ahnung. Das ist wirklich was bedeutet. Wenn der Level niedriger ist. Okay, gut, das haben wir ja. Jacks Tagebuch ist auch weiter hinten. So, dann gehen wir mal wieder zu Dr. Set. Da können wir jetzt ran. Und zwar ist. Jo, nice. Hallo. Kommt da nicht hinter? Ah. Hi, Roland. Ich weiß dein Angebot nach Sanctuary zu ziehen zu schätzen, aber ich habe ziemlich viel Kram hier in Firestone. Sanctuary hört sich ja wirklich nett an, aber Firestone ist mein Zuhause. Ich habe mich entschieden, wenn ich sterbe, dann in der Stadt, in der ich geboren wurde. Firestone. Achtung, Einwohner von Firestone. Stirb. Oh, Scheiße. Wenn ich's mir so überlege, Roland, wann kannst du mich frühestens abholen? Love Incendiary, Bouncing Betty, bla bla bla. Ich hab eine lautige Kugelhagel, das ist anscheinend super gut, weil der Granatenschaden dann immer schlecht ist. Was habe ich jetzt? Oder? Ja, die ist auch gut. Passt. Kontinuierlich. Weil die hat 1900. Und die ist halt blau. Und die 406. Aber das mit dem Schrapnell den Kugellagel ist anscheinend besser als das andere. Ich weiß nicht. Puh, kommt hier schon wieder her? Naja, egal. Ist ja auch wurscht. Orchasm. Orchasm, natürlich.
Willkommen zum Ring des Hyperion Gemetzels. Okay, das ist auch wieder sowas. Schlachte Dr. Sitz und Schwierigkeiten ab. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Okay, dann gehen wir zurück. Und die Tagebücher finden vielleicht noch ein, zwei Skeks. Hast du Doppelstimme? Dann mal weg. Skeks. Habt ihr vielleicht in dem Tagebuch Zeug? Du eigentlich aufhören? Danke. So. So gefällt mir das. Oh, da sind ja viele Skeks. Oh. Aus dem Weg. Ich muss das Skeks töten hier. Wenn es das hier nicht schafft. Ich glaube, ich hatte sehr viel Glück, dass ich bei dem ersten Skeck das Ding bekommen habe, weil hier ist sonst keins mehr. Ah doch, da liegt eins, passt. Zweites Teil immerhin. Zweites Waffenteil, her damit. In Folge ist aber das Waffenlagerzeugs. Auf dem Lager ist wahrscheinlich nicht. Nice. Weg. Fast. Na los, ihr müsst doch was fallen lassen. Ist ja langweilig. Ist ja eklig. Mach das bitte woanders. Mein Kopf explodieren lassen. So, na. Kann man das teilen? Was soll denn das? Das sind so viele von euch. Okay, das sind jetzt extrem viele, komm. Ja, einer von denen hat eins, perfekt. Du auch noch, schade. Hungrig, mein Skeck. Ein bisschen lieber überzogenes Waffenvisier. Super. Ja, brauche ich. Geld nehme ich mal. Wo waren die anderen? Hey, das Bischofs Pisswash Rampe. Die führt allerdings nirgends mehr hin, wie es aussieht. Okay, in dem Bereich da weiter vorne gibt es ja nochmal Skeks, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob die da. Ob die das dann auffallen lassen. Aber es hat trotzdem immer funktioniert. Also wenn man Skeks töten muss, dass die überall alles fallen lassen, was man braucht. Aber wenn die Mission jetzt hier zu machen ist. Hi Roland, hier ist Zed. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Ein Typ von der Hyperion Corporation war hier, namens Blake. Er meinte, ihr hättet während des Claptrap-Aufstands miteinander zu tun gehabt. Wie auch immer, er hat mir eine Stange Geld für meinen Laden hier in Firestone geboten. Er wollte unbedingt, dass ich die Kohle nehme und verschwinde. Es ist vermutlich nicht der Rede wert, aber irgendwas an ihm hat mich nervös gemacht, verstehst du? Naja, ich bleib sowieso erstmal hier. So schnell gebe ich meinen Laden nicht auf. Das ist gut. So, hier sind die restlichen Tagebücher. Ist da wieder eine Reihenfolge? Wahrscheinlich. Nummer 5, das sollen wir nicht als erstes, das sollen wir als erstes, dann das natürlich und dann dort, okay. Erstmal das hier links. Catch a right, da vorne ist dann Sun. Skeks irgendwo. Leider nicht. Ist toll, am geballert, voll. Ja, aber den Skeks mit der. Ladyfist mit dem kritischen Schaden. Ich weiß nicht, wo ich genau mit den Skeks hinschießen soll. Da habe ich das gelassen. Upsi, ja, irgendwie. Na, Raketen sind wir wahrscheinlich lieber, aber
Ist ja auch egal. Exploder, kaboom, kaboom. Ach so, ne? Eigentlich nicht meine Absicht, da hier nichts zu machen. Ist das Tagebuch nicht dort? Ja, ist es. Okay, dann muss ich doch sein. Ja, nice. Ups, kannst du wieder aufhören. Na los. Das war ja geil. Nix da. Ein Skeck mit dem letzten Teil, perfekt. Hey, du hast alle Waffenteile gefunden. Das eigentlich lesen. Nice. Mag das nicht auf einmal. So, da sind noch viele Skecks. Ach, scheiß drauf. Ich sehe nicht viel. Natürlich ein Flash. Aha, Nein, fick dich doch! Nein, im Moment, ernsthaft. Was wollt ihr denn von mir? Ja. Ach ja, doch. Sir, wir haben Minimum ein Dutzend Mitarbeiter durch Funktionsstörungen verloren. Wir müssen sie aus dem Verkehr ziehen. Ihre Frau hat das bereits vorgeschlagen, ehe sie verschwunden. Jimmy, notiere bitte. Ich erdrossle Mr. Morin, weil er meine Frau erwähnt hat. Wirkt Mr. Morin? Nein, nein, Jimmy. Wirken tut man zum Beispiel, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt. Da ich aber Mr. Morins Luftröhre mit meiner Uhrkette zerquetsche, ist erdrosseln der treffende Begriff. So. Steht heute sonst noch etwas auf der Tagesordnung, Jimmy? Ich heiße Jeffrey, Sir. Und nein, danke, Jimmy. Puh. Das lesen, aber da steht immer so. Warum funktioniert er nicht, Angel? Ich weiß nicht. Ich habe jedes Gramm Iridium, das ich habe, in dich hineingepumpt. Und der verdammte Schlüssel funktioniert trotzdem nicht. Warum? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt! Was ist denn das? Was da oben? Ich will da nur hinballern. Wieso das von mir? Ich möchte das irgendwie zum Drehen bringen. Wahrscheinlich eher das. Okay. Kaboom. Rax. Ja. Ja. Bin ja von da weg? Na. Das rum, das gefällt mir nicht. Geschichte nicht, wirklich. Hier ist dann halt nicht. Natürlich kommt der nächste auf einmal. So. Ah, Iridium sogar. Haben wir gleich angegriffen. Meine Alter, da, blablabla. Aber Mr. Tacitor, Erpressung ist so ein hässliches Wort, finden Sie nicht? Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, es ist überhaupt kein hässliches Wort. Es ist ein geiles Wort. Erpressung. Sagen wir es zusammen. Erpress. Oh, fahren Sie zur Hölle, John. Nur weil Sie mit Ihrer Vermutung in puncto Pandora Glück hatten, heißt das nicht. Weil ich recht hatte, meinen Sie wohl. Und sagen Sie Jack zu mir. Idiot. Sie konnten vielleicht die anderen Direktoren einschüchtern, damit sie ihre Anteile abtreten. Aber ich kenne sie. Ich weiß, dass sich hinter dieser lächerlichen Maske ein mieser, kleiner Niemand verbirgt. Mr. Tacitor, mich würde etwas interessieren. Kennen Sie den Unterschied zwischen würgen und erdrosseln? Okay, das können wir dort abliefern. Ich weiß nicht, was der beste Weg ist.
Ja. Eigentlich habe ich nicht so Bock gerade. Das müsst ihr doch verstehen, Leute. Was war ich mal über? Hua! Nice. So, ich weiß nicht, ob es dort eine Schnellreisestation gibt. Red Nexus Badlands. Glaube ich, keinen gesehen, oder? Ist ein Firestorm, mach ich mal eine Schnellreise. Oh, ich habe eine Iridium übersehen. Na dann. Lohnt sich ja eh zurückzukommen. So. Skeks brauchen wir nicht. Genau, was ich jetzt angelockt habe. Naja. Und vor. Halt! So. Bleib mal bei dem. Tu das. So, töte Skeks und Teile, bla bla bla. Bei der Häufigkeit, mit der Skeks diese verdammten Dinger fallen lassen, könnte man meinen, dass Schusswaffen für sie wie viel Lemion schmecken. Das ist gratis. Dieses Mal. Hm, das schaut gut aus. Ah, Moment. Ich hab den Blut von dir. Das war genial! Ruhe! Was soll das eigentlich wieder mal werden? So soll ja Wake Hallo zu sagen. Meine Zeit war noch nicht gekommen. Zu jemandem, der einfach nur eine Mission abliefern will. Man ist ja nicht angezogen. Okay. Egal. Ciao, Google. Mach's gut. So. Jetzt aber, durch das Durchleuchten seiner Vorgeschichte und die Entdeckung von Security-Aufzeichnungen aus verschiedenen Phasen seiner Karriere bis zu seinem zwingenden logischen Schluss gelangt. Jack ist ein Miskerl, der umgelegt werden sollte. Was nennt man denn da? Korsion, ja. Weißt du, was für unmittelbar bevorsteht, wenn ich deine Interesse habe? Und mich dann verpisse. So. Schnellreise, nein, gibt's nicht. Lalala. Automat, ja, könnte ich brauchen. Zurück in Implosion. Okay, das ist. Können wir uns mal ein paar Raketen. So, Implosion, kontinuierlich. Wurscht. Okay, dann wieder zurück. Data Mining. Ich glaube, hier gibt es keine Schnellreise. Schade, er ist hier gestorben. Okay. Passt. Das war die Hauptmission, Data Mining. So. Was ist das? Achso. DLCs. Da ist eine Schauerreise. Aha, okay, ja, gut. Wo du schon da bist. Frostburn Canyon. Ja, das machen wir. Im Frostburn Canyon ist das Ding. Komm, ich kann nicht erinnern, dass hier noch etwas ist. Ach ja, falsche Mission. Wo, though? Na, hier nicht. Wo ist denn dann abscheuliche Kreatur schon wieder? Sind ja immer irgendwo, aber. Na, bauen wir mal wieder ein bisschen. Ja. So, wir schauen da oben rum, kein Problem. Oder was soll das? So, hier müsste sie irgendwo sein. Eine Spider-Ant oder was? Ah ja, ich sehe schon. Wieder ein sauberer Kill. Ich sehe ja doch nicht. Ich hab den Mut von dir. Bin da ab überhaupt. Ja, Abscheulichkeit, wo bist du? Doch nicht hier, oder was? Hier gibt es noch einen anderen Weg. Was soll das? Wollte mich gerade kotzen. Hallo?
Nachdem er nachkommt, oder? Ja. Aus, dann wird er mich treffen, ist mal egal. Da liegt immer noch was Blaues. Das wird alles gespeichert, was da liegt. Sehr seltsam. Aber IP kriege ich nicht mehr oder irgendwas. Aber ich würde schon mal gerne durchsuchen, also Iridium kann ich immer wieder brauchen. So, genau. Hier gibt es ja noch einen anderen Weg. Hallo, was soll das? Jetzt mal eine Ruhe hier. Fürchtet mich, ihr Säcke! Werde ich. Nichts da. Ich muss ja zurückgehen, damit die mich auch sehen. Hey, das ist einer, ne? Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber. Okay, jetzt reicht's aber. So, okay, da lag immer noch ein Snapper rum. Hey, du hast den Spyko gefunden. Ich muss sagen, er ist selbst für ein wahnsinniges genmanipuliertes Monster ausgehend hässlich. Haha. Das würde ich mir gern. Das würde ich mir gern selbst ansehen. Resistent, sagst du. Aha. Das wird jetzt ziemlich wehtun. Ich liebe meine Kräfte. Oh, er ist schon tot. Ich will die Waffe testen. Sind wir schon alle schwach, also. So viel sagt das auch noch nicht aus. So, dann können wir gleich wieder schnell reisen. Oh, Iridium nochmal. Perfekt. Da haben wir irgendwas noch nicht entdeckt. Warum weiter noch nicht? Ah, rennt ruhig weg. So, jetzt ist es aufgedeckt. Perfekt. Da drüben noch nicht. Ist da irgendwas noch Interessantes? Nee, nicht gut, dass du da rauskommen bist gerade. Der Himmel erleuchtet von Feuer und Blut und Kugeln schreien. Einer unserer Speer kam wie immer von seiner Morgenpatrouille zurück. Außer, dass er dieses Mal brannte. Seine Haut war schwarz und kross, seine Stimmbänder gekocht. Bereit, seine Kohle aufzuteilen, schrie er mit letzter Kraft ein Wort. Feuerhawk! Krass. So. Ach ja, den Firemaster Clayton, den haben wir schon vor 100 Folgen umgebracht. So. Okay, Zeugs gibt's ja kein gutes, sehr klar. Sanctuary Monster Mix. Ah, hier ist ja alles zum Abliefern. Passt. Ich würde mich gerne an diesem Gemetzel-Dingsbums mal probieren, ob das jetzt besser läuft. Mit meinen Skills. Ah, haben wir genug? Ich glaube leider nicht. Das ist ja 37 nur. Rucksack. Naja, die drei Plätze sind jetzt auch eher unwichtig. Raketenwerfer. Ja, drei. Naja. Nicht so gelohnt. Schrot nutze ich nicht so oft. Macht man die zwei Sachen einmal. So, perfekt. Kann ich dann zunächst mal mehr mitnehmen. Sehr gut. Okay, Dr. Zed. Und dann geht's hier weiter. Wo wir dann den letzten Angriff vorbereiten können. Was haben wir hier? Irgendwas Neues? Vielleicht, hoffentlich. Ist immer Geld zu machen. Ja, ja, komm. Nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Sag mal, hat Moxie was über mich gesagt? Sie hören Hyperion Truth Broadcasting. Endlich. Ladies and Gentlemen, wir haben gesiegt. Nach dem Tod Rolands und der Gefangennahme Lilith ist der Widerstand tot. Nach New Haven sind wir hierher. Die Kämpfer sind versprengt, verwirrt und demoralisiert.
Handsome Jack hat ein für alle Mal seine moralische und intellektuelle Überlegenheit gegenüber den Banditenhorden bewiesen. Hier spricht Hunter Hillquist und ich sage, Pandora ist endlich sicher. Pandora ist endlich frei. Hast du dir verdient? So gefällt mir das. Keine neuen Missionen. Sorry. Schade. Hallo. Wird eigentlich mal wieder Zeit. Claptrap-Mission bekommen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Hi! Wenn du selbst schon unheimlich findest, sei froh, dass du nie seinem Bruder begegnet bist. Er ist etwa Dr. Ned. Ein neuer Tag, eine neue misslungene genetische Abscheulichkeit. Krass. Und so sieht, das ist total falsch. Na, 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 na. Sonst Schaden. Lalala. Was haben wir hier noch? Das brauche ich auf keinen Fall. Feuer Nova, nee. So, Feuerspeck-Schaden, ist aber schlecht. Nicer Beat, Clappy. Hoffentlich habe ich noch eine Mission dann für mich. Bevor ich hier endgültig fertig bin. Nein. Ja, die ist besser als die auf jeden Fall. 70 Schuss. Aber Level 23 und so. Ja, genau. Dann gehen wir die weg. Das ist meine neue Lieblingsfeuerwaffe. Slag Snapper werde ich hier nie verwenden, wahrscheinlich. Säure vielleicht mal. 15 Schuss. Keine Ahnung. Ja, nicht so der Freund von. Das brauche ich nicht. Das habe ich schon. Das kann ich freischalten. Implosion mag ich nicht. Bomblets wären okay. Nicht schon wieder. Transfusion klingt eigentlich ganz gut. So, Schild brauche ich nicht. Okay. Hallo. Okay, was sagt ihr zu der ganzen Sache? Vielleicht ist noch ein bisschen Iridium hier in dem Schrank gekommen. Noch nicht. Perfekt. Noch ein bisschen Muni und Iridium. Nice. Hab nichts für dich, Slab. Schade. Was ist jetzt mit dir aus? Achso. Okay, Einmeldung, was Neues. Keine weiteren Planungen, keine weiteren Ablenkungen. Es ist Zeit, das hier zu Ende zu bringen. Jetzt ist Schluss. Vladov-Schaden. Jack, Lilith und der Krieger sind am Heroes Pass. Und dahin gehen wir jetzt. Das ist der letzte Kampf, Amigo. Wenn du dich vorbereiten musst, dann jetzt. Sieh dich in der Stadt um. Diese Leute haben nicht viel. Aber sie wollen dir helfen. Hyperion hat den Eingang zum Heroes Pass verriegelt. Geh zurück zu Claptrap. Du brauchst ihn, um den Weg für dich freizumachen. Brick und ich treffen dich, sobald du drin bist. Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Für Bloodwing, für Roland, für Pandora! Klingt ich geil. Ich hab nichts. Nicht? Ich hab nichts für dich, tut mir leid. Achso, wann war das vielleicht? Oder? Hä? Hey, was war das für eine Mission gerade, was der gehabt hat? Hä? Okay, nicht. Komisch, ich dachte. Ja, komm. Hä, hey, hat er nicht noch eine Mission gehabt für mich? War das die? Ich glaube nicht. Okay, na gut, keine Ahnung. Clappy! Nein, erst zum Schluss. Ja, anderen wollen wir helfen, zum Beispiel Sedge. Worte sind nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Dennoch möchte ich dich wissen lassen, dass ich dich unterstütze. Hier, dachte, du könntest es gebrauchen. Was? Warum redest du nicht fertig? Okay, da gibt mir irgendwas. Wusste ich nicht. So, brauche ich das? Nächste Schuss, zusätzlicher Schaden. Na, leider nicht. Sorry, aber trotzdem danke. Okay, ich muss ein bisschen da bleiben. Dann kriege ich noch tolle Geschenke, die ich verkaufen kann. So, und vielleicht noch Iridium. Na, na, na. Hi, Scooter, mein Freund. Oh, hey, Mann. Ellie und ich haben gerade über dich geredet.
Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Und wenn's geht, dann bring bitte Jacks Kopf auf dem Spieß mit. Okay? Was Guter sagte, ich will den Schädel dieses Wichsers aushöhlen und Nachos daraus essen. Ja. Hab ich fast vergessen. Ellie und ich haben was für dich. Hoffe, es hilft. Geil. Murphs, Bomblets. Nice, geil. Nicht schlecht. Ich hoffe, der Händler hat auch was für mich. Schild habe ich gerade bekommen. Vielleicht hat der Händler noch eine Waffe für mich. Mal gucken. Ach, Tennis! Weißt du noch, wer ich bin? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Obwohl ich normalerweise Probleme habe, meine Gedanken in Worte zu kleiden, die dich nicht total verwirren oder anekeln, habe ich nun das Gefühl, dass meine mentalen Prozesse überraschend konzentriert sind. Ich habe nur zwei Worte für dich. Die vielleicht wichtigsten zwei Worte, die je auf Pandora gesprochen wurden. Töte Jack! Hier. Das könnte dir bei deinen Bemühungen helfen, ein irrsinnig großes Loch in Jacks Gesicht zu hinterlassen. Override abgelenkt sein, was soll das sein? Verbesser Nahkampfschaden. Aha. Okay. Ach, noch mehr Leute haben was für mich. Bist du der Bund? Habe ich dafür Platz? Also ich habe alles verkauft. Geil, geil, geil. So. Haben wir irgendwas für mich freigeschaltet? Habe ich eigentlich noch was, das ich freischalten kann? Habe ich das schon freigeschalten? Habe ich das eigentlich schon gemacht? So, das soll für Sato, egal. Special Edition, glatte Rasur, klingt gut. Haben wir da wen das verdient? Okay. Hochwertiger Torque. Okay, muss nicht sein. Angeheizt. So, habe ich das auf einmal alles? So, Pyrrhon brauche ich nix. Schaut auch cool aus. Kriegsbemalung. Das ist auch schwarz. Gefällt mir. Wie schaut das jetzige aus? So, einfach mit einer Sichel und so drauf. Von, okay, aua. Ist so ziemlich dasselbe. Dann spiele ich mal mit dem. Zur Abwechslung. So, Claptrap, nein, die brauche ich noch nicht. Erstmal muss ich wissen, was die mir alles so schenken. Wie schaut das jetzt aus? Ja, schön, ungefähr gleich aus. Keine Ahnung, ist glaube ich noch ein bisschen dunkler oder schwarz. Also, passt ja schon. Jacks Monopol auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft. Aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod will. Ich will ihn tot sehen, weil er ein gieriger, mordender Bastard ist. Der schreien sterben muss. Viel Glück. Hier, kannst du vielleicht brauchen. Geil, von Marcus kriege ich eine Waffe. Nein, die brauche ich ganz sicher nicht. So, hören wir uns das endlich mal an. Ich glaube, ich weiß, wie überall alle Teile sind. Männer, Achtung. Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lance anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, das war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion... Der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Endlich, so. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. So, Nummer 3 ist hier, glaube ich, und das vierte ist da drin. Roland, hier ist Handsome Jack, erinnerst du dich? Meine Männer haben eure Banditenersch aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Dämmert's. Egal.
Ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Iridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. So, ja passt, dann haben wir das auch endlich mal. Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Und wie ich die Lands kenne, werden die euch kalt lächelnd abschreiben und hier zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr zwei Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen. Zweitens, ihr helft mir dabei, die Menschen von Sanctuary zu beschützen. Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges, etwas Bedeutendes zu kämpfen. Eine Chance, die die Atlas Corporation euch nie gab. Roland, Ende. Ich krieg Müll bzw. nix. Naja. Ich muss ja mit zwei Leuten herinnen reden, dann mach ich das dabei. Ich hab langsam genug von diesem Handsome Jackass. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen Brief bezahlen. Hier, ich hab was für dich. Moment. Ich hoffe, es ist besser als das Zeug, das ich hier kriege. Eine neue, bessere SMG. Weniger Chance, dass die korrosioniert werden. Aber höheres Level auf jeden Fall. Schießen der Zielgenauigkeit. Das heißt, das ist voll ungenau am Anfang. Shit. Na gut. Das ist fantastisch. Was ging Flash? Auch nicht schlecht. Und so haben wir auch. Vielleicht sind wir doch noch nicht komplett im Arsch. Ich wünsche dir das Beste. Mögest du von deiner Reise mit Blut an den Händen und einem Lächeln auf dem Gesicht zurückkehren. Oh, fast vergessen. Bitte sehr. Das kannst du vielleicht gebrauchen. Noch eine Waffe. Snapper. Außer mehr Schaden macht hier aber auch nichts. So. Was geht hier ab? Hier ist Tiny. Ich habe dir ein Gedicht geschrieben und das geht einfach so. Also. Töte Jack. Das war ein Gedicht von Tiny Tina. Nice. Meldet sich auch nochmal. So. Iridium noch. Hm? Komm schon. Gar nicht so. Okay, ja, gut. Na dann, geh mal. Haben wir, wie viel haben wir? 6. Ne, da kann man uns einen feuchten Dreck kaufen. So, da drin ist Claptrap, wartet schon auf uns. Wir verkaufen aber erstmal Zeug. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Immunität, Korrosionsbackschaden. Ich glaube, da ist nichts Tolles dabei. Snapper, nee. Feuer, was ist die andere Feuer? Die da. Eine Zielgenauigkeit. Ich glaube, welche sind jetzt besser? Ich bin verwirrt. Die da ist besser. Ja, okay, weg mit der. So, nein, die will ich nicht. Die will ich nicht. Brauche ich nicht mehr. Jetzt habe ich hier die andere. Der Snapper, die ersten Sachen brauchen wir nicht. So, Ride-Up-Klingzeit, keine Ahnung, was das genau bedeutet. Murph, genau, behalte mal einfach mal jetzt da. So, voll aufgeladen. Ja, keine Ahnung, wie oft mein Schild voll aufgeladen ist. Nicht oft. So, Claptrap, wo bist du da drin? Oder was machst du denn da drin? Zeit, die Sache zu beenden, Untertan! Wir treffen uns in Iridium Blight! Hast du dir verdient? So gefällt mir das! Nice, so. Passt. Gib dich nach Iridium Blight, bring es zu Ende. Orchism, das ist das. Blockiert. Ah, toll. Also das ist blockiert. Bis ich die Story beende, oder was? Ja, das hat alles gedauert. Gut. Metzeln. Zielgatoren, eine Menge Beute. Ich weiß nicht, ob das schwer ist. Metzeln ist noch Level 17, aber mal ist wieder Level
der, was ich gerade bin. So, okay, nicht mehr ignorieren. Suchen dahin zu kommen und das Ding mal zu machen. Mal sehen, wie es läuft. Habe ich genug Money? Ich glaube schon. Jo. Da habe ich das, da habe ich die da, mit dem ich nur auf den Kopf zielen muss eigentlich. Und dann sterben einfach alle. Da ist meine neue Säurewaffe. Ich glaube, ich brauche aber eher Feuer für die Leute da drin. Dann nehmen wir mal und zack. Was ist damit? Genau, die habe ich gerade ersetzt. Okay, na wurscht. Die soll ganz gut sein. So. Feuer klingt besser einfach. Ja, kann ja nichts drin sein, was ich noch brauchen kann. Haben wir hier voll gekauft. Bereit für Runde 2, natürlich. So. Das ist aber jetzt. Ah, jetzt bleibt es auf einmal auf Level 22. Bis Level 22 geht es hoch und dann ist es aus. Okay. Na, dann soll es hier einfach sein. Gut, dann machen wir das auf jeden Fall im nächsten Part. Vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart. Also, bis ans Ende der Story gibt es im nächsten Part noch nicht. Dann machen wir jetzt mal irgendwelche unnötigen Sachen. Nein, ich meine natürlich super tolle, spannende Sachen. Und, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider weg, was dringendes zu erledigen. Also, tschüssi!